Ich hab dagegen gehauen. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play WWE 2K16 Online Triple Threat. Online, leider, auf dem PC. Sehr schön, ich bin Shinsuke Nakamura, AJ Styles, unser Gegner, und Edge, The Wolverizer und Just Bell sind unsere Gegner. Es wird sehr, sehr interessant. Triple Threat Ladder Match. Mal sehen, wie lange es dauert, bis es lädt, und dann legen wir los. Here we go. Komm schon. So, perfekt. Aber wir sind wirklich ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen zu braun gebrannt. Ein bisschen zu sehr in der Sonne gelegen, ne? Shinsuke ist der Sonnenbrand Nakamura, wie man so möchte. So, Ladder Match, wir kennen das Ganze. Derjenige, der als erstes schafft, den Cover von, mit Hilfe der Leiter, sich zu holen, ist es überhaupt, ist man überhaupt gezwungen, die Leiter zu nutzen? Oder kann man theoretisch auch eine riesengroße Räuberleiter bauen und sich die Leiter, Ziele holen? Das wäre mal interessant zu wissen. So, zack, 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 zack. Einmal down and out. Wunderschön. Ich verpiss mich erstmal. Kannst du ganz einfach mal nicht durchziehen. So, ich springe einfach mal so in die Richtung. Treffe wieder nichts. Das wird sehr, sehr interessant. Wir wollten ursprünglich den Fatal Four Way Match machen. Ging aber in die Hose, weil wieder ein gewisser User nicht aufgepasst hat und er nicht mitgekriegt hat, dass wir auf dem PC spielen. So wie seit circa 2 Stunden dieser Aufnahme. während ich gerade labe, hat gerade der Tag gewechselt und wir haben jetzt Ostersonntag zum Aufnahmezeitpunkt. Frohe Ostern, falls ihr das seht. Oder auch nicht. Ostern ist kacke. Beste an Ostern ist eh die Schokolade. So. Und wenn man die Geschenke verstecken soll für seinen kleinen Bruder. Und er, weiß ich nicht, eine Stunde versucht, sich zu finden. Sorry. Okay, was machen wir denn hier? Ich habe erstmal schön aus dem ganzen Geschehen raus, wie man das so als Pro macht, ne? Okay, okay, okay. Ja. Yeah. Komm. Nehmen wir doch mal den zweiten Tisch auseinander. Nimmst du? Gerne doch. Lass die Zeit. Lass die Zeit. Kein Problem. Kein Problem. So. Zack. So. Pam, pam. Pam, pam. Dann würde ich mal sagen. Ab geht er. So wie auch die Leine, ne? Ja, ja, die gute alte Waffen-Engine. Haben wir aber noch? Ja, wir haben noch genug. Konslots. 40%. Ich gehe mal aus der Gefahrenzone raus. Ich habe gesagt, ich gehe aus der Gefahrenzone raus. Und kümmere mich erstmal um die Leiter, dass hier ein bisschen Action reinkommt. Hallo? Nimmst du bitte die Leiter? Seriously? Okay, es klappt nichts. Ich wollte eigentlich auch noch den Stuhl mit in den Ring bringen. Ich glaube, die gute Jessler will ja auch noch rausspringen. Trifft sogar! Naja. Alle liegen. Wer gewinnt? Keine Ahnung. Ringrichter? Don't know, don't care. Gibt's denn überhaupt gerade ein Match? Die stehen ja beim Ladder-Match meistens außerhalb. Weil es muss ja immer Ringrichter geben. Erstens, um im Notfall da zu sein. Zweitens, um nichts zu sagen, wie viel Zeit sie noch haben, ne? Ist ja klar. Ihr habt nur noch 2 Minuten. Bring it home, guys, bring it home. So. Während die beiden mal so da ein bisschen beschäftigen, mache ich mir mal den Spaß und gehe in den Ring mit. Ey, AJ fucking Styles. Oh, ich hab dagegen gehauen. Ja. Ja, wenn man in der Luft sich überlegt, ah, ich spring doch nicht so weit. Bleibe ich lieber stehen hier in der Luft. Nein. Ja, noch genug Konnerslos, das ist richtig nice. Aber ich konnte ja dementsprechend nicht so viel. Was nicht so optimal ist. Komm. Zähle auch nur die Konter in den wichtigen Momenten, ne? Ihr kennt das Ganze. So wie jetzt. Wo das wichtig war, könnt ihr entscheiden. Neckbreaker von Nakamura. Ach, keine Ahnung. Ich kann keine Witze machen. Ich kann keine Witze erstellen, mir ausdenken. Alle Witze, die ich mache, sind schlecht. Oder geklaut. Und trotzdem schlecht. Oh, Flapjack.
Und natürlich leider steht wieder 1 und jetzt wie eine umgekippte 1. Mann, ey. Nein. So. Was wird er denn jetzt hier wieder, dieser richtig behinderte Powerbomb? Wir können auch langsam mal in Richtung Future-Move uns bewegen, wenn es nach mir gehen würde. Wenn es nach mir gehen würde, leg dich mal hin. Du legst dich auch mal hin. Hat super geklappt. Mach doch wieder deinen Phenomenal Forearm. Ich leg mir auch gerne die Leiter zurecht. Stell sie mir zurecht. Mhm. Ich hab genug Zelt. Nope! Alter, es klappt nichts! Seit wann hat Edge denn bitte schon Lines Hold? Ist das ein Standard-Moveset-Move? Nein. Nein. Zeit verschwendet. Zeit verschwendet. Wie denn? Okay, das kann ich vergessen. Du sollst dich hinlegen. Und du sollst dich hinlegen. Oh, nicht! Ja, okay, okay. Der Kollege hat jetzt die Möglichkeit, wenn er alles richtig machen würde, hier richtig abzusahen. Macht er aber nicht. Was haben wir als Signature Move? Ich weiß es nicht mehr. Machen wir jetzt mal. Haben wir. Genau ins Trefferfeld. Nee, wie sagt man? In den. Ins Fadenkreuz? Nee, wie sagt man? Ach, ist egal. Doppelteam. Das Signature Move konnte ich machen. Styles Clash. Geht durch! So, jetzt komm mal her hier, Kollege. Ich möchte gern. Warum kannst du nicht mal einen richtigen anvisieren? Ich wäre voll nice von dir. Kannst du nicht mal. Kannst du nicht mal. Kannst du nicht mal. So, jetzt provoziert er aber. Jetzt hast du doch niemals pünktlich hoch. Niemals! Ne? Ja. Yeah. Gut. So. So, so. Oh, es geht nix. Oh. Alter, ich hab Schnauze voll, ne? Ich möchte nur mein fucking Signature Move ausführen. Ich spare mit denen hier seit Jahren zusammen. So gefühlten 10 Minuten. Und ich darf ihn einfach nicht ausführen. Weil die einfach so gemein zu mir sind. Alle sind zu gemein. Alle sind zu gemein. Danke. Einmal hinstellen schon mal. Na, sie. Sie. Ah. Zeig Finisher. Wieso auch nicht? Ja, guck mal. Körperchen, ne? Franz hat gewonnen. Halten. Oh, scheiße. Das ist nicht so optimal. So, wenn er ganz cool ist, dann gehe ich jetzt auf Top Rope und zeigt dann Spear. Aus welchem Grund auch immer leckt das jetzt voll. Ich gab es in 2K15 schon mal. Oder das gab es bei 2K15 auch. Das ist bei bestimmten Kameraperspektiven total am Rumbagen ist. So, jetzt nutzt er natürlich die Gunst der Stunde aus und macht seinen Finisher, sobald er genug Stamina hat. Ich kann nur raten, das war falsch geraten. Wow, Franz. Dieses Spiel macht so Spaß. Hey, AJ.
Warum bewegst du dich so langsam? Merkst du nicht, dass du ein Match gewinnen musst? Pass mal auf, wer dich jetzt umbringen wird. Sein Name ist Shinsuke Nakamura! Okay. Edge gewinnt das Ding. Werde jetzt alles richtig machen. Guck noch zweifache Geschwindigkeit, dann sollte alles gehen. Zu langsam. Ein Hoch auf 2K16 Not. 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 So, wir hangeln uns an den Seil hinauf. Ein Hoch. Und wäre die Idee war auch noch meine Idee, ne? Ich bereue es immer mehr. Ich bereue es. Immer mehr. Ja. Jetzt könnt ihr euch nicht mal auf euch selber fokussieren. Könnt ihr einfach mal ein Match beenden. Die Leute wollen ja auch mal einen Sieger sehen. So, komm. Gewinn das Match einfach. Hier will keiner mehr ein richtiges Ende sehen. Hol. Nimm die Leiter und gewinne. Ich sorge dafür, dass AJ Styles hier nicht den Sieg. Du bist doch scheiße. Ein Hoho. Was soll denn das? Weiß ich nicht, wie man Leiter aufstellt. Anscheinend spielt er zum ersten Mal. So. Fisherman Driver. Ich habe das Gefühl, das wird langsam wieder schneller. So, Kollegen. Lass mich mal bitte durch. Lass mich mal bitte. Und Franz holt sich den Sieg, ne? Greifen. Halten und einmal ziehen. Zieh nicht, lass, reicht, hör auf damit. Oh. Du bist doch scheiße. Die Leute wollen auch am Ende sehen hier. Mann, ich hätte locker gewonnen, hättest du nicht eingegriffen. Wen hol du dir jetzt schnell den Sieg, meinetwegen. Meinetwegen. Und komm. Bring zu Ende. Bringe zu Ende. Danke. Ein Hoch auf 2K60. Ein Hoch auf 2K60. Ein Hoch auf 2K60. Ein Hoch auf 2K16 und seine Legs. Ja, Freunde, das war's mit dieser aktuellen Ausgabe von 2K16 Online. Bei nächste kommt, erfahrt ihr bei mir im Upload-Planning und in der Videobeschreibung. Eventuell machen wir da Pause mit. Mal sehen. Doppel cool, lebt noch aus, euer Fans, und sagt bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.